Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Seat of Dragonspear. Wir machen noch eine Folge. Ich will noch ein, zwei Sachen mehr angucken und ein paar finale Gedanken äußern. Heute haben wir ein bisschen Spaß. Einmal wollte ich hier in Heffernans Keller nochmal reingehen. Wenn wir hier den Ogeraufzug benutzen, und diesmal werden wir den nicht selbst bedienen, diesmal lassen wir die Oger am Leben. Ja, klare Verbesserung zu letztem Mal. Gibt es ja einen Kampf mit Heffernan und seinen Schergen, wo immer mehr und immer und immer und immer mehr Gegner kommen. Auf höheren Schwierigkeitsgraden sogar benannte, habe ich jetzt gelesen. Und das will ich mal ausprobieren. Ich habe den Schwierigkeitsgrad hier auf wahnsinnig gedreht. Zum Ausgleich habe ich den Schaden nicht erhöhen lassen, hier über die Option. Gucken wir mal, ob das funktioniert. So sollten alle Gegner spawnen, die auch sonst spawnen, aber wir nehmen nicht den krassen Schaden. Und das erlaubt es uns hoffentlich, lange durchzuhalten. Ich will mal gucken, wie lange wir das können. Ob wir eventuell die ganze Sache hier besiegen können. Dazu habe ich uns auch ordentlich gebufft, Giftimmun gemacht, um Todeswolken einsetzen zu können, weil ich glaube, die könnten zusammen mit Netz der Schlüssel sein. What's the meaning of this? I didn't requisition. Go into the light, Lackey of Kalar. Sehr gut gesagt, Dorn. Sehr, sehr gut gesagt. So, nehmen wir mal ein Schnelligkeitselixier, das habe ich nämlich vergessen. Und dann machen wir zuallererst die Anfänger hier im Eingangsbereich tot. Die waren ja, glaube ich, letztes Mal auch schon kein Problem. Nachdem die hinüber sind, geht's dann weiter in den nächsten Raum. Machen wir eine Schädelfalle? Ich glaube, wir machen eine Schädelfalle. Ja, die hat auf jeden Fall die drei da hinten ganz gut getroffen. Der Zwerg kommt uns zu nah. Dorn, kümmere dich mal um den Zwerg. Vikonia könnte... Weiß ich nicht. Hallo? Market, was tust du? Oh. Na komm. Edwin wird gehauen. Und ich krieg's nicht mit. Ja, das ist ein guter Anfang hier. Vikonia, kümmere dich mal um den Dieb hier. Market, du gehst, glaube ich, da rein und guckst, dass der Kleriker nichts mehr zaubert. Ich habe schon viel eingesteckt. Der Mann ist unsichtbar geworden, wird gleich versuchen, jemanden zu backstabben hier. Mal sehen. Ja, Vikonia, da kann er sich die Zähne dran ausbeißen an der Frau. So, Bracket nimmt relativ viel Schaden. Das ist aber okay, dafür ist er ja auf der Welt. Die Tür hier ist spannend. So, mal schauen. Gibt es hier irgendwas, was ich will? Nein. Ne? Wir heben hier nichts auf. Schön Heiltränke nehmen. Dann beschwören wir ein paar Skelette. Die können wir gebrauchen. Die halten ja lange. Und viel aus auch. So, dann würde ich sagen, machen wir Bracket Feuerimmun. Und das zweite Mal Feuerimmunität heben wir uns vielleicht auf für Dorn oder einen gedispelten Bracket. Das kann ja doch immer mal passieren. So, ich habe hier noch so Magischutztränke. Den nehmen wir auch mal. Schutz vor magischen Effekten. Perfekt. Und dann konnte man das ja hier hinten rüber triggern, nicht wahr? Wir vergiften hier das Wasser. Dadurch kommt ein Wasserelementar und dadurch kommt Heffernan auf uns zu. Diesmal sind wir aber besser vorbereitet. Und können die hoffentlich hier einkesseln. Hier abblocken. Nee, die kommen auch von hinten. Das ist ja fürchterlich. So, ich habe hier mit, wie heißt du? Vokhilen. Habe ich zweimal Netz gelernt in einem Kettenzauber. Beziehungsweise, nee, stimmt gar nicht. Aber ich habe einen Kettenzauber mit Netz und Glitzerstaub, den werden wir jetzt einsetzen. Edwin wird das nächste Netz da reinzaubern. Okay, vielleicht müssen wir ja auch nochmal... Nee, es geht ganz gut.
Was ist jetzt mit dir hier gewesen? Du machst schon Schaden, oder? Ja, du machst Schaden. Market steht ein bisschen doof da einfach in der Tür. Aber da kommt schon Heffernan. Okay, da haben wir also das Problem, dass wir von allen Seiten angegriffen werden, ja. Das macht natürlich Sinn. Deswegen war das auch sonst so hart. Den Trank nehmen wir mal raus, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Und wenn ich noch einen Regenerationstrank hätte, wäre jetzt auch der Moment, den zu nehmen. Aber ich glaube, die habe ich im Moment nicht. Ich glaube, wir sind da am Limit gewesen. Haben die erst später nachgekauft. Was schade ist, weil die sind natürlich sehr stark. Womit kann ich dienen? Das ist auch einer der Aspekte, der mir am meisten an dem Spiel hier gefällt. Dass wir so viel Massenkämpfer haben. Das ist ein ganz anderer Stil von Kampf. Die sind interessant. Besser als diese typischen Standardgruppen. Okay, die Frau hätte ich fast. Fast hätte ich ihr was angetan hier. Und dann nehme ich doch mal Abstand und lasse vielleicht meine Skelette da reingehen. Für da hinten muss ich mir auch was überlegen. Ich würde sagen, wir schauen, ob eine Schädelfalle von beiden Magiern da hinten was macht. Die Skelette dürften hier am Eingang erstmal eine Sekunde tanken können. Einmal wahrer einmal koordinierte Verteidigung. Oh, nee, du sollst nicht da reinlaufen. Oh, da kam ein Feuerball, aber der ist nicht so schlimm. Tür kann ich sogar schließen, okay. Die sind leider alle noch am Leben. Okay, nee, wir machen die Tür wieder auf. Und dann fangen wir an, da Netze reinzuzaubern. Ziemlich in den Eingangsbereich. Da kommen sie alle. Oh ja, da kommen sie alle. Mikonia, jetzt wirklich den wahren Blick. Dorn ist hoffentlich gleich wieder im Einsatz, oder? Bist du fertig mit deinem Wassermephit? Ja, sehr gut. So, jetzt haben wir da zwei Netze reingezaubert. Das ist großartig. Die Steingolems werden sich da nicht viel für interessieren, aber alles andere, was da rumkreucht und fleucht, wird ein Problem damit haben. So, dann ist jetzt der Moment, da eine Todeswolke reinzuzaubern. Okay, Braket, fang mal den Steingolem ab. Sehr gut gemacht. Heffernan ist natürlich gegen das Netz geschützt, weil er die Kugel der Unverwundbarkeit hat. Okay, jetzt ist die erste Todeswolke da. Das ist sehr gut. Der Steingolem ist fast tot. Die Frau kriegen wir vielleicht mit Fernkampf in den Griff. Dorn darf auf Handlungsfreiheitsring wechseln und reingehen. Ja, würde ich schon sagen. Kümmere dich vielleicht erstmal um den Steingolem. Oder mache auch Fernkampf. Das kannst du auch erstmal probieren. Versuchen wir erstmal, die Frau wegzuschießen. Das kann man tun, ja. So, Wokeln, würde ich sagen, versucht einen Feuerball da hinten reinzuwerfen. Der eine Steingolem ist hinüber, dann machst du jetzt den nächsten. Dass Heffernan hier steht, ist nicht schlimm, glaube ich. Die haben ganz schön eingesteckt. Die sind aber auch ganz schön zahlreich immer noch. Gut, Edwin hat irgendein Problem. Und Heffernan ist nicht von der Todeswolke beeindruckt. Das ist aber schade. Okay, ich habe da hinten noch Gegner drin, ja. Aber ich habe auch noch eine Todeswolke von einem Zauber, von einer Schriftrolle mit Wokeln, die fangen wir jetzt an zu zaubern. Und dann versuchst du Heffernan umzubringen, ne? Der hat ja keine Steinhaut, beziehungsweise kein Feuerschild, oder? Dann sollte das funktionieren. Du auch auf Heffernan und du auch auf Heffernan. Dann müssen wir warten, dass Edwin wieder aufwacht. So, der steckt ein. Dorn steckt aus irgendeinem Grund ein. Ist aber auch nicht schlimm, der kann einstecken.
Da kommt die zweite Todeswolke. Die ist dringend notwendig. Komm, mach sie fertig, obwohl du verwirrt bist. Okay, wir halten durch. Wir halten durch. Zumindest ein Achtungserfolg bis jetzt. Mal gucken. Herr Fanan immer noch unverletzt. Komm, hau mal den Kleriker tot. Das geht schneller, als Heffernan zu töten, ja. Mikonia steckt ein, ist kein Problem. Mal trinken wir. Und alles ist wieder gut, so wie im echten Leben. So, mal schauen. Parkhead, hallo? Greif mal wen an. Oh oh. Da sind die beiden. Oh nein, nicht Edwin. Nicht Edwin tothauen. Hallo? Nicht Edwin, habe ich gesagt. Dann werden die anderen beiden Netze auch bald verschwinden. Ah, jetzt hat er auf den Sack gekriegt. Jetzt endlich. Dorn, Nahkampf. Okay, Wockeln ist tot. Dann müssen wir jetzt hier versuchen, gegen die Eliten durchzuhalten. Das ist ein bisschen schlechter gelaufen, als ich mir das vorgestellt habe. Hört auf Edwin zu schlagen. Ach, scheiße. Edwin ist eigentlich mein Schlüssel zum Sieg hier. Also ist die Strategie, die wir machen müssen, wahrscheinlich eher eine andere. Laden wir das Spiel nochmal. Okay, was gelernt auf jeden Fall. Wo ist das letzte Quicksave? Hier oben. Da haben wir schon die Gruppe an Leuten. Es gibt direkt von hinten eine Gruppe, um die wir uns kümmern müssen. Ich werde mal sagen, das tun wir über Schädelfallen. Wir legen da mal drei Schädelfallen hin. Und gucken, ob das die Gruppe da hinten aufhält. Das mit Dorn hat mir an sich ganz gut gefallen. Aber ich glaube, es können sogar Dorn und Parkett da hinten reingehen. Und das Wasser vergiften. Ach komm. Na? So ist gut. Der Wassermephit beschwert sich. Wir hauen den Wassermephiten tot. Ja. What is it now? Edwin fängt direkt mal mit einer Todeswolke an. Da hinten rein. Mein Freund. Da unten die sind angekommen und verendet. So muss das sein, ja. So soll es sein. So haben wir uns das gewünscht. Okay, nicht alle. Mikonia. Okay. So, der Trigger eventuell kaputt. Lord Heffernan, wir sind nicht allein. Genau, ja. So, Wassermephit ist tot. Das ging schneller diesmal. Und warum? Weil wir besser sind. Parkett, Dorn, nach vorn. Ah ja, jetzt sind die auch feindselig. Die Magierin, okay. Die macht wieder ihre Lichtshow. Dann stelle ich mich mal in die Tür. Dorn, hilf hier vorne mal. Okay, Heffernan ist festgewurzelt. Das ist ja großartig. Kannst du vielleicht auf Heffernan schießen? So, du gehst weg, Dorn geht hin. Du machst wahrer Blick. Rocket bleibt weiterhin gut aussehend, einfach in der Mitte stehen. Okay, Heffernan ist wieder einsatzfähig.
Your need? Yes, dear. What? Tedious monkey work. Wir müssen ja eigentlich Heffernan loswerden. Gleichzeitig brauche ich aber auch Netz, ja. Viele Netze. So, Braket versucht Heffernan zu hauen. Das gelingt ihm. Okay, okay, das könnte ein guter Start sein. Wir haben unsere Skelette geschont, wir haben hier hinten nichts verloren. Wir haben noch keinen Feuerball abbekommen. Schauen wir mal weiter unsere Skelette. Edwin, geh auch mal einen Schritt zur Seite. Da hinten kommen die Bösewichte. Market ist voll feuerimmun, richtig? Ja, voll. Ja. Es ist vielleicht doch ganz gut, nochmal einen Feuerball da reinzuwerfen. Ja. Okay, ja, das hat Market doch geholfen. Und alle anderen hier hinten ein bisschen geärgert. So, Heffernan hat weiter eingesteckt, ja? Ich glaube, wir werden unsere Bresche jetzt einsetzen. Heffernan breschen. Oh ne. Gar nicht notwendig anscheinend. Okay, dann nächste Todeswolke. Und bringt Dorn ran. Da ist die nächste Todeswolke. Okay. Die Frau dürfte darin sterben. Alle meine Leute wollen jetzt einen geordneten Rückzug antreten. Ich natürlich nicht, nein. Auf gar keinen Fall. Wir hauen jetzt größeres Unbehagen da hinten rein. Okay. Die Esserin, die muss da stehen bleiben, ja. Komm, nächstes Netz. Legen wir ruhig Ebene von Netzen aufeinander. So, da ist der Golem, den hauen wir jetzt tot. Zwischendurch immer mal einen Heiltrank nehmen. Nein, kein Leave. Wir werden hier nicht gehen. Feuerball. Um mal einfach ein paar von den Leuten hier loszuwerden. Ja. Außerdem habe ich noch Feuerbälle. Das ist großartig. Später im Spiel hatten wir ja keine Feuerbälle mehr. So, da hat irgendjemand eine Schädelfalle, glaube ich, auf uns gezaubert. Wie unhöflich. Der da, warst du das? Ja, ich glaube, ich werde mutiger. Und wir gehen jetzt mal ein bisschen mehr hier rein. Bewacht den Lift. Okay, okay. Dorn. Vikonia. Wokeln. Edwin. Safana. Ja, ich kann alle eure Namen. Großartig, ne? So, dann bringen wir euch alle um. Was ist mit Braket? Passiert nichts, oder? Nichts. Okay. Da kommen immer mehr Leute. Kommt auch. Kommt her. Ihr müsst hier reinkommen. So. Es läuft alles zu langsam. Ah, du gehst da nicht so weit rein. Da kommt wieder ein Magier. Okay, nicht schlimm. Nichts ist passiert. Alles ist gut. Na komm. Dann nimmst du halt jetzt einen Heiltrank und dann gibst du ihn weiter. Wenn ich nicht in der Lage dazu bin, zu klicken, richtig. So, du kannst auch einen Heiltrank nehmen. Wir bringen euch jetzt erstmal alle wieder auf volle Lebenspunkte hier. Die Todeswolke hat aufgehört. Die Todeswolke hat aufgehört. Das heißt, wir zaubern eine neue Todeswolke da hinten rein. Komm, Edwin. Du machst das gut, Edwin. Das Netz hat auch aufgehört. Dann setzen wir jetzt Wokelns Kettenzauber da hinten ein. Da ist Glitzerstaub.
plus Netz drin. Das, genau, das senkt schon mal den Schaden, den Bracket nimmt. So, jetzt größeres Nein, nicht so nah ran. Größeres Unbehagen würde ich aber doch hinterher zaubern nochmal mit Edwin. Einfach damit die Leute in dem einen Netz auch wirklich drin bleiben. Gerade die Zwerge, die weigern sich ja immer. Okay, das hat auch die da hinten getroffen. Können wir uns vielleicht ein bisschen näher mit reinziehen. Du könntest nochmal ein Skelett beschwören. Die anderen beiden Skelette stellen wir ein bisschen näher hier ran. Wie wär's, wenn du singst für den Moment? Genau, und Bracket hat Abstand genommen, um die Leute reinzuziehen. Das funktioniert ja ganz gut bis jetzt. Die sterben alle. Okay, da hinten ist die nächste Gruppe. Ich warte noch auf Leute mit Namen. Die sind halt alle ein Stück weit weg. Kommt hier rein. Ja, genau, kommt hier rein. Oh ja, viele Leute. Viele gute Leute. Market ist noch feuerimmun. Wir überprüfen das ein paar Mal. Nein, ist er nicht mehr. Ist er sowas von nicht mehr? Okay. Dann tritt einen Schritt nach dort. Wir versuchen mal, die Feuerbälle möglichst weiter reinzuwerfen. Ja. Und dann möglichst Abstand zu nehmen. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Auf zu dem Kleriker da oben. Der ist hinüber. Gut, dann haben wir einen Bogenschützen, den kann man mal hauen gehen. Ja, es macht doch immer Spaß, Bogenschützen zu hauen. So, dann könnte ich zurückrennen. Das tun wir auch. Lass mir einen neuen Feuerbuff draufbrezeln. Renne wieder rein. Um das hier schnell in den Griff zu kriegen. Genau. Jetzt kommen auch die Skelette. Die halte ich aber doch nochmal zurück. Ach, oder auch nicht. Komm, Skelette. Ihr geht jetzt mit da rein. Oh oh, was ist denn jetzt hier passiert? Damit habe ich nicht gerechnet. Das sind die benannten Leute. Okay, Dahlia, Vier Winde Terren, Reisan, Benghard Tonbauch, Linus der Rechtschaffene und Akame. Nicht vergessen, Akame. Ja, Bracket, dann kommen wir auf die andere Seite hier wieder. Sieht jetzt gerade nicht so gut aus für uns. Chaos, Edwin Chaos, ja. Ich hoffe, deine Steinhaut hält. Dingsbums macht Verlangsamung. Dorn haut vielleicht den Magier um. Das wäre super, wenn das gelingen würde. Vikonia steht neben Kriegern, würde ich sagen. Zieh die Aufmerksamkeit auf dich. Das ist das Beste, was du im Moment tun kannst. Wir versuchen, den Magier da umzuballern. Hier ist ein Mönch, den nehme ich nicht ernst. Nee. Ist das das Beste, was ich tun kann? Ich glaube schon. Auf geht's. Okay, der Typ ist schon mal verschwunden, sag ich mal. Okay, dann hilft da oben Edwin. Edwin hat Chaos reingebracht, oder? Ja, Edwin hat Chaos reingebracht. Sehr gut. Dann. Du hast Verlangsamung reingebracht. Das ist ein Kleriker Magier. Der ist verwirrt auch. Hier unten kämpft Vikonia. Könnte schlimmer sein. Ihr beide rennt vielleicht doch noch hier hinten. Und dann gucken wir mal. Angreifen? Genau. Bracket muss sich auch manchmal heilen, ja, meine Güte. Das geht auch so nicht. So, Dorn macht den da tot. Okay. Ihr drei, besorgt euch mal da den Magier vielleicht. Hm, klappt das? Der hat irgendwie ein Feuerschild bekommen. Coole Sache. Oh, ist noch keine Runde vorbei, oder was? Oh Gott, warum kriegst du auf den Sack, Parkett? Du darfst jetzt auf den Sack kriegen. Du bist mein wichtigster Mann.
Okay, was haben wir noch? Was haben wir noch? Was können wir noch machen? Wir können noch mal ein Chaos-Set reinzaubern. Chaos ist sehr gut, ja. Es ist aus, mein Freund. Außerdem eine Verlangsamung. Du kriegst echt auf den Sack hier. Geschoss von den Bogenschützen da hinten. Das ist schon gut gewesen, als die im Netz waren. Da hatten die Geschosse keine Kraft. Was kann ich für euch tun? So, wo ist Dorn? Dorn steht hier vorne. Okay, der hat den da gleich. Ich hoffe ja, dass die Verwirrung hier ihr Übriges tut. Ja, der ist schon mal hinüber. Okay, der ist jetzt auch verwirrt. Ah, diese Kreuzfahrer-Elite. Ganz schreckliche Leute allesamt. Okay, ich habe mit Edwin habe ich noch eine Trumpfkarte. Ich habe hier noch den großen Kettenzauber mit 3 Schädelfallen drin. Zauber den mal dahin. Okay, das hat da hinten schon mal die Leute alle umgebracht. Das ist nicht schlecht. Okay, ich kann auch gute Heiltränke noch nehmen. Ja, der hat einen eingesteckt gerade. Das ist sehr gut. Du hast uns nochmal die Rüstungsklasse verbessert, nicht wahr? Ja, hast du? Mach nochmal Gesang hinterher. Keine Ahnung. Da hinten die beiden kämpfen miteinander, glaube ich. Ja, ja. Du nimmst den nächsten Heiltrank, so ist richtig. Usafana hat keine Munition mehr. Ach, Heiligtum, wie fies. Wie unfair. Das ist doch Schummeln. Okay, nächste Kreuzfahrer-Elite haben wir gleich tot. Okay, Outsafana, das ist mir eigentlich ganz recht. Was soll er doch? Ah, Dorn hat sich bewiesen. Sehr gut, Dorn. Wir müssen noch mal ein bisschen Masse irgendwie auf das Feld bringen. Haben wir noch Stäbe der Monsterbeschwörung? Haben wir sowas noch? Weil ich brauche ein bisschen Kanonenfutter gerade. Ist absolut sehr wichtig. Mein Freund. Stop and help me. Oh Gott. Nicht, dass mich Safana noch interessiert, die war ja böse zu mir. Aber oh Gott. Yes. Die arme Safana. Nimm mal dein Messer und tu ihm weh. Yes. Ja, so ist gut. Ja, da haben wir jetzt ein paar Leute mehr auf unserer Seite. Die schießen immer noch auf Brake. Wie fies ist das denn, bitteschön? Komm, Brake, mach ihn tot. So ist gut, ja. Jetzt haben wir da unten den Mann. Da könnt ihr alle mal draufklicken. Okay, vielleicht sollte ich da doch Fernkampf nehmen. Hey. Wo ist Dorn? Dorn steht direkt da dran. Okay, dann kommt Parkett und hilft bei der Kreuzfahrer-Elite hier unten. Hey! Drecksäcke. Allesamt Drecksäcke. Und immer auf meine schwachen Leute. Was ist denn das hier für ein Schwachsinn? Also, natürlich sehr gute Taktik, aber... Nee, komm. Wir gehen auf den da unten. Ja, da ist er tot. So ist es richtig. Heiltrank. Da haben wir noch Dahlia. Der Mann ist tot. Sehr gut.
Dorn und Braket auf jeden Fall. Auf geht's. Haben wir es geschafft? Haben wir sie alle umgebracht? Ich glaub's ja fast. Ja. Ich denke mal, wir haben das hier geschafft. Man kann das also gewinnen. Man kriegt dafür sogar einen Prunkharnisch. Okay. Am interessantesten war es natürlich, als die Leute sich reinteleportiert haben. Da habe ich gedacht, jetzt geht's aber seitwärts. Und dann haben wir es doch noch geschafft. Sehr gut. Schwerer ist es natürlich. Ah, hier kommt man nicht rein. Wenn wir doppelt Schaden nehmen. Aber ich glaube, dann wäre ich mehrmals gestorben. So, und hier ist ja dann das Portal drin. Aber da kommen wir auch nicht rein. Nee. Da haben wir noch keine Chance. Hier haben wir noch ein Gebäude, einen Raum, meine ich. Den haben wir noch gar nicht gesehen. Das sieht aus wie Hepanans Altar. Was ist das? Haben wir Beweise für einen Parasiten, der sich zu Kalars Crusade klingt? Oder das dunkle, secret Herz, das unter seiner glimmenden Skin beatet? Oh, hallo. Das sind ja mit die wichtigsten Stufe 5 Zauber, die man haben kann hier. Zauberimmunität, Zauberschild, Magieresistenz senken. Eine Krone? Ein Buch und eine Robe? Auf geht's. Ich bin neugierig. Das sind magische Einschlüsse. Es gibt viele Zauber, die dem Körper oder den Überresten eines Wesens seinen Geist entreißen können. Magisches Gefäß ist ein solcher Zauber. Eine Zauberformel, die den Geist eines Wesens in einem Objekt einschließt, bis er einen neuen Wirt findet. Bestimmte magische Gegenstände können so hergestellt werden, dass sie eine Seele beinhalten können. Einige davon sind verzaubert, sodass der Besitzer des Behälters, sei es ein Gefäß, eine Schatulle oder ein Medaillon oder ein anderes schließbares Objekt, Macht über diese Seele ausüben kann. Ein auf diese Weise gefangener Geist hat keine andere Wahl, als seinem Fänger zu gehorchen, bis der Gegenstand zerbricht oder er auf anderem Weg freigelassen wird. Okay, interessante Sache. Und was ist das? Eine Robe von Nevaril? Das ist ja wahrscheinlich bombastisch. Magiewiderstand 50% blockiert das Wirken von Zaubern und kann nur durch Fluchbrechen entfernt werden. Ah, okay. Zu Zeiten von Nevaril war der Hexenmeister Edemin Vel so mächtig, dass er die Welt um sich herum nach Belieben erschaffen oder vernichten konnte. Zumindest wird es behauptet. Legenden und Gerüchte über die Quelle seiner Macht haben Jahrhunderte überdauert, jedoch teilen alle Geschichten eine wichtige Tatsache. Auf dem Höhepunkt seiner Macht erwies sich Elemis Magie als zu mächtig, um von ihm beherrscht zu werden. Und er verlor seine gesamte Familie. Laut den Geschichten hat er diese Robe aus den Tränen von Mystril geschaffen, um seine Macht einzudämmen und ihn vor deren Einfluss zu schützen. Als er in späteren Jahren krank wurde, weigerte sich Elemin, das Gewand auszuziehen, damit die Priester ihre Magie auf ihn wirken lassen konnten. »Ich habe genug von dieser Welt der Magie«, sagte er. »Lasst mich als gewöhnlicher Mann sterben.« Und das tat er. »Krass, da hast du so einen mächtigen Gegenstand hergestellt, nur um deine Macht zu blockieren.« Cooler Typ. Edwin, wäre eine Robe für dich, ne? Macht dich aber größtenteils nutzlos. Also ziehen wir sie dir besser nicht an. Mal sehen, ob die Krone genauso ist. Oh ne, die Krone scheint besser zu sein. Die glitzernde goldene Krone sieht beeindruckend aus, besteht allerdings aus Katzengold und die eingebetteten Edelsteine aus farbigem Glas. Das Aufsetzen der Krone ermöglicht dem Träger die Anwendung zusätzlicher Zauber. Allerdings füllt sie dessen Kopf mit falschem Wissen. Haha! Minus 30 Sagekunde. Also du erkennst dann einfach irgendwelche Dinge wieder und denkst, es ist sonst was. Ja, falsches Wissen ist ein geiles Konzept. Aber dafür zwei Zauber Grad 3, ein Zauber Grad 4 und ein Zauber Grad 5. Edwin, dein spitzer Hut wird ersetzt. Ja. Was kann der überhaupt? Schneller laufen, genau, und schneller zaubern. Hallo, jetzt hast du noch einen Stufe 5 Zauber. Du hast sowieso kaum Zauber. Du bist ja Edwin. Edwin hat ja immer zu wenig Zauber. Was haben wir hier? Ja, 4 und 3 und och, geil. Geil, geil, geil. Und wer ist das da? Deros. Ach, du bist das der Geist, der dann eingefangen wurde, ne? Den wir später auch hier treffen. Ich glaube, der kann uns nichts mehr Neues sagen. Zumindest hätten wir jetzt aber das, was wir über Heffernan erfahren haben, vorher auch erfahren können.
whatever you like. Okay. Hier unten war ja, glaube ich, ansonsten nicht mehr viel. Hier war ein Troll in irgendeinem der Räume. Und der Raum hier ist neu. In dem Raum waren wir auch noch nicht. Natürlich eine Falle. Ah ja, und gute Schleuderkugeln, okay. Ja, dann haben wir das ausprobiert. Das war eine Sache, die ich ausprobieren wollte. Die zweite Sache war, ich wollte Kela mal als finsterer Streiter sehen. Da hätte ich total Bock drauf. Da laden wir am besten nochmal ein anderes Spiel hier, nämlich das letzte, was ich habe. Vor dem Endkampf müsste hier vor dem Aufzug-Level quasi sein. Wo wir den Aufzug drücken und hochreisen. Und, joa. Was kann ich für euch tun? Sweetheart? Jetzt überlege ich, beschwören wir nochmal ein paar Kreaturen, ja. Womit kann ich dienen? Das kann ja eigentlich nicht schaden. Und dann werden wir Kela mal so provozieren, dass sie keine Lust hat, sich mit uns zu verbünden. Generell habe ich viel in Seat of Dragonspear, was ich noch entdecken kann. Also mir hat dieses Set-On doch all meiner Skepsis zuwider sehr gefallen. Ich bin ja kein Fan von der Idee, ein Spiel fortzusetzen, nachdem schon 15 Jahre vergangen sind. Schon gar nicht so in der Mitte von Leuten, die original nicht beteiligt waren. Das birgt, finde ich, Risiken. Aber es gab hier sehr viele schöne Dungeons. Zum Beispiel einer der Dungeons am Anfang, wo wir den Leichnam bekämpft haben, mit den Zwergenklerikern, die dann auch später wieder aufgetaucht sind und unsere Verbündeten waren beim Angriff auf unser eigenes Lager. Das fand ich cool. Ganz generell fand ich den Dungeons hier eigentlich ziemlich cool. Ich fand den Baal-Tempel fand ich ziemlich gut. Gerade auch mit dem Geheimnis, was da versteckt war, wenn man da aufgepasst hatte mit Zarebok und seinem Tagebuch, wo man wusste, wie man diesen geheimen Raum aufmacht. Um nochmal ein Champion von Mask zu bekämpfen. Das war unglaublich interessant und hätte ja auch fast alles gekostet. Und ähnlich ging es mir jetzt dann auch hier mit dem Kampf, den wir eben gemacht haben, da im Keller. Der hat mir sehr gefallen. Das war nach einem verwirrenden Dungeon davor, wo mir einfach zu viel durcheinander war. War das ein ziemlich cooler Abschluss mit dem Rückzug. Das hat man so auch noch nicht erlebt, dass man sich zurückziehen muss. Ganz besonders gut fand ich auch den Magierkult mit dem weiteren Leichnam, den wir bekämpfen konnten. Das war ein interessanter Kampf. Und ja, es war eigentlich thematisch ganz gut. Bei den Quests habe ich noch eine Menge Nachholbedarf. Ich habe ja längst nicht alle Quests gemacht und auch längst nicht alle Quests in allen Varianten gemacht beim ersten Mal durchspielen. Ist es aber auch schwierig. Okay, Safana greift mich an. Das ist schlecht. Wahrscheinlich für sie. Und Bracket hatte sein Level up. Bitte keiner Safana hauen. Und wir können... können wir nicht. Hat keiner mehr Furchtbannen? Du hast es noch. Das ist gerade, wie Konia hier Angst hat. Ja, also es hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich weiß nicht, ob ich es direkt nochmal spielen muss. Aber ich werde auch bald das Skill 1 erstmal nicht direkt nochmal spielen. Von daher... Ach komm. Ja genau, schieß auf das Skelett. Von daher sagt das nicht unbedingt was gegen das Spiel hier. Was haben wir über den Endkampf jetzt eigentlich gelernt? Wenn wir den jetzt nochmal machen... Flegel Morgenstern, ja. Kann ich mich da irgendwie besser drauf vorbereiten? Kela hat einen ganz schönen Tritt gehabt, ne? Die war ganz schön hart. Don't test me. I am yours to command. Be direct. Was kann ich für euch tun? Aber wir sind auch ganz schön hart, ja. Du hast noch Stärke 22, das sollte eigentlich alles klappen hier. Auf geht's, Kela. Ja, Kela. Ja, wie gesagt, jetzt gucken wir uns noch Kela als finsterer Streiter an. Guck mal, was passiert, wenn wir sie provozieren. Und so Stellen hätte ich noch viel im Spiel, wo ich Dinge anders und alternativ machen will, weil da haben sie sich wohl wirklich Gedanken gemacht. Und ich hätte auch mehr erreichen können, glaube ich, wenn ich konsequenter böse gespielt hätte.
Ich habe dann doch oft irgendwie eine Option genommen, die eigentlich gut war. Weil ich sie für sinnvoller gehalten habe. Aus meiner Spielersicht, nicht aus meiner Charaktersicht. Da ist definitiv noch Luft nach oben. Und eines dieser Situationen war hier, wo ich gedacht habe, klar will ich Kehle haben, als Verbündete. Hallo? Das ist super wichtig wahrscheinlich. Und die war ja auch stark. So, gucken wir mal, was ich sagen muss. There is only one soul in Avernus. No. But so long I was trapped here, unable to reach the material plane. And then this child walked willingly, blindly into my domain. You have defeated me. I see that now. But Kayla, no! You would serve me, Kayla Argent? You would be a blackguard in service to Belivet? Oh ja, Blackguard gegen Blackguard. Jetzt machen wir das. Everything I've done has been your will, Belivet. I should rather face the truth than live in ignorance. Free my uncle, and I will be your faithful servant. Oh my child, please, please don't do this. But I humbly beseech you, Lord Belivet, grant your servant one other boon. Destroy Heffernan. An Argent as my blackguard. Very well, Kayla. I shall do as you ask. And you shall do as I command. Forever. Oh nein, Heffernan. Master, no! You cannot just cast me aside! No, Kayla. My servant. Prove yourself. Your journey is at an end. Look upon my visage and see that I am your doom. Okay, ja, vor Kehle habe ich tatsächlich mehr Respekt wahrscheinlich als vor Heffernan. Dann gucken wir mal. Ich glaube, ne, alles ist gut. Wir sind noch super stark. Ich glaube, ich habe Respekt, ja. Wir werden einfach mal einen Linksklick auf Kehle ausführen, oder? Das hat sonst immer so gut funktioniert. Vielleicht noch mit magischen Geschossen? Die bringen ja gegen den Großen eher nichts. Der ist ja, was das angeht, sehr resistent. Ich sollte einen Feuerschutztrank nehmen. Das habe ich gelernt beim letzten Mal, als wir den Kampf hier gemacht haben. Dass der eine Menge Feuerfähigkeiten halt auch einsetzt. Also Kayla hat auch Magiewiderstand anscheinend. Aura der Furcht. Na gut, wir sind ja vor Furcht noch geschützt. Das ist ganz gut so. Dann machen wir jetzt hier das Braket-Kela-Duell. Dorn, glaube ich, wird sich um die Kreaturen kümmern, die hier so rumlaufen, die kleinen, dreckigen. Okay, Braket kriegt auf den Sack. Ah ne, er kann so schnell, kann er natürlich keinen Heiltrank mehr nehmen. Au, au, au. Okay, dann müssen wir doch ordentlich rennen. Und nochmal einen Regenerationstrank hinterher werfen. Hat sich Kayla gerade unsichtbar gemacht. Oh nein. Ja, ich glaube, wir haben Kayla als Tank gebraucht. Das könnte wirklich sein. So, kurzer Gesang. Ich denke auch, Viconia müsste es eine Sekunde aushalten eigentlich. Mit Belivet. Okay. Auf wen ging das? Auf Edwin. Das ist nicht so schlimm. Wir haben ja letztes Mal auch dann die Kreaturen-Beschwörungsstäbe rausgeholt. Ich glaube, das machen wir wieder. Zack, zack. Einen für dich. Einen für dich. So, dann beschwören wir welche. Wo ist jetzt der Große? Da kommt der Große. Wo ist Kayla? Be careful what you demand of me.
Und können wir eventuell doch mit Todeswolken... Ach nee, kann man nicht mehr. Haben wir noch eine Todeswolke-Schriftrolle? Kann man vielleicht mit Todeswolke Kehler irgendwo aus der Reserve locken? Die wird hier irgendwo rumstehen, da ist sie. Okay, ich habe die Todeswolke versaubeutelt. Konzentriert euch mal auf Kehler. Ja, komm. Einfach auf Kehler. Die Drecksau. Macht sich unsichtbar und rennt weg. Dann mach mal wahrer Blick, oder? Ja. Wahrer Blick scheint mir da eine sinnvolle Sache zu sein. Da oben ist sie und nimmt Heiltränke. Dorn, du bist doch ein richtiger Blackguard. Oh oh. Dorn steht ungünstig zwischen den beiden Großen. Was ist mit dir passiert, Safana? Du hast Angst. Wo ist Bracket? Bracket muss mal hierher kommen und... nee, kann er nicht. Mikonia, du musst mal die Angst in den Griff kriegen. Okay, Dorn kämpft gegen Kehler. Edwin braucht einen Heiltrank. Und Bellyfett ist da hinten irgendwo in die Ecke gegangen. Na komm, tötet sie. Kurz kannst du den tanken, oder? Während wir hier Kehler tot machen. Mehr Stärke. So, Vikonia steckt tatsächlich viel ein. Aber nicht so viel wie der Rest meiner Gruppe hier. Das geht ja gar nicht so. Okay, Edwin ist noch relativ fit. Der kann mal was beschwören, damit Vikonia weglaufen kann. Hey. So ist gut. Alles ist gut so. Dann töten wir jetzt Kehler. Ich habe gedacht, es kommen noch mehr Monster aus den Ecken hier noch. So wie ganz am Anfang von dem Kampf. Komm, Dorn. Töte sie. Du hast doch auch... Dir fehlt Stärke, oder? Ja, dir fehlt Stärke. Du trinkst nochmal einen Stärketrank. Jetzt aber. Jetzt machen wir sie tot. Komm, Kehler muss sterben. Wo ist der Große? Der Große teleportiert sich. Zu seinem eigenen Thron. Ja, okay, das kostet ihn halt nur Zeit. Das ist ja für uns ganz gut so. Alle nochmal auf Kehler. 21 Wuchtschaden und sie ist explodiert. Wunderschön. Da ist Kehler tot. Ah, dein neues Spielzeug. Hinüber. Heiltrank, ja. Heiltrank nochmal für jeden hier, der kann und will. Gerade da ich ja meine Leute so in der Ecke hier geclustert habe, werden wir vielleicht Probleme bekommen. Angriff. Macht ihn tot. Ach, die Waffe war unwirksam. Genau, plus 3 Waffen. Das habe ich auch vergessen. Also jetzt können wir Bellyfett wieder angreifen. Wo wir auf plus 3 Pfeile und alles gewechselt haben. Du sinkst. Am besten von hier, von der Mitte irgendwo. Wenn ich Magieresistenz senken hätte, würde ich Magieresistenz senken jetzt benutzen können, um Bellyfett's Magieresistenz zu senken, weil der hat ziemlich viel. Den haben wir ja mit Zaubern eigentlich nicht anfassen können. Schwören wir mal ein Skelett und vielleicht auch noch ein paar Ogre. Genau. Dicker Heiltrank. Und gnadenloses Angreifen. Ist er wieder wegteleportiert? Ich glaube, er ist wieder wegteleportiert. Geht aus dem Pfui. Und dann schicken wir meine zwei Großen wieder drauf.
Sehr schöner Crit. Sehr schöner Crit. Das war richtig guter. Ja. Ruhig mehr Monster. Wir wissen ja, dass wir den Kampf schaffen können. Ich will es jetzt eigentlich nur der Vollständigkeit halber auch tun. Ja. Also Kela als Blackguard hat keine ganz tollen Fähigkeiten. Das Einzige, was sie kann, ist sich regelmäßig unsichtbar machen und sich so wiederherzustellen. Okay. Jetzt kommen hier mal ein paar mehr Fähigkeiten von dem Typen. Blitz von dem Cornugon, ne? Ja. Was kann ich für euch tun? Können wir das Cornugon vielleicht töten? Mein Freund? What is it now? Mal sehen, ob meine drei Fernkämpfer das hinkriegen. Dorn. Dorn. Okay, Dorn, nimm Abstand. Uiuiui. Okay, machen wir das Cornugon tot. Ah, da hinten ist Belifet. Das ist schlecht. Zumindest für Safana. So, Safana, lauf. Okay, Cornugon tot. Brackets Stärke ist 22. Dann werden wir nochmal Buff raushauen. Und wieder angreifen. So, Dorn kann die plus 3 Bolzen benutzen. Der hat ja im Moment nicht viele Lebenspunkte. Nicht genug für Nahkampf, denke ich zumindest. Guter Treffer. Guter Treffer, komm, Bracket. Ganz alleine, das warst du ganz alleine. Na komm. Na komm. Mach ihn tot. Mach ihn doch mal tot. Dem Bellyfett fehlt doch nicht mehr viel. Okay, Abstand. Machen wir nochmal das Cornugon. Okay. Nicht mehr so einfach, ne? Was haben wir noch? Wir haben hier den Stab der Himmel, aber ich glaube, der funktioniert nicht auf dem Vieh. Ne. So, wo ist er hin teleportiert? Dahin. Okay. Dorn, dann machst du ihn jetzt halt fertig. Ich trau dir das zu, Dorn. Komm. Dicken Zweihänder, oder? Ja. Okay, das war nichts. Du kannst noch deine Waffe vergiften. Machen wir das. Na komm. Safana wird sterben. Und wir haben ihn geschafft. Okay. Das hat lange gedauert. Oh doch, das kann sein. Wir haben gewonnen. So war es. Ja, und das ist jetzt wirklich die allerletzte Folge. Vielen Dank, wenn ihr mir auch dabei zugeschaut habt. Das waren doch zwei Sachen, die ich unbedingt machen wollte. Und als nächstes werden wir dann den Charakter hier nach Baldur's Gate 2 importieren. Ich muss nochmal gucken, wie ich da alle Gegenstände mitnehme. Ich habe ja einige Sachen, die können importiert werden nach Baldur's Gate 2. Ich glaube, den Hammer kann man finden, wenn man ihn mit importiert. Und auch den Helm. Der Helm ist ja besonders interessant. Der ist ganz was Besonderes. Baldurans Umhang hätte ich natürlich auch gerne. So stark werden wir nie wieder wie mit Baldurans Umhang. Aber das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Geht ganz schön weit raus zu zoomen, ne? Jetzt ist es nur ein kleines Viereck im schwarzen Nichts.